Hi, hier ist Matthias von Gizmodo. Nintendo bringt nächsten Monat seine neuen Handhelds, den New 3DS bzw. den New 3DS XL auf den Markt und wir schauen uns heute mal an, ob sich der Wechsel auf die neuen Geräte lohnt. Was ist denn eigentlich so neu an dem New 3DS? Nun, im Grunde kann man die beiden Geräte eigentlich nicht als neue Handheld-Generation betrachten. Auf der anderen Seite haben beide aber auch zu viele neue, sinnvolle Funktionen, dass man sie jetzt nur als Upgrade wie den DSi damals zum Beispiel bezeichnen würde. Aber das schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail an. Fangen wir doch einfach mal mit dem an, was neu an dem Gerät ist. Das hier ist der normale New 3DS. Insgesamt ist das Gerät im Vergleich zum alten Original 3DS ein Stückchen größer geworden, wenn man das hier mal so anguckt. Genau, also nicht viel, aber ein Stückchen, was sich vor allem ja, in der Bildschirmgröße bemerkbar macht. Der ist etwa, sagen wir mal, 7 mm breiter als der vom Original 3DS. Um es genau zu nehmen, ist der Bildschirm 3,88 Zoll groß, der Touchscreen ist 3,33 Zoll groß. Die auffälligsten Neuerungen aber eigentlich sind, wir haben zwei neue Schultertasten, und zwar ZR und ZL. Zusätzlich ist der Ladeanschluss in die Mitte gerückt, wo früher der Spielkartenschacht war, der ist nun an die Vorderseite gerückt. Genauso wie der Stylus, der nun auch an der Vorderseite ist, was wesentlich besser ist als beim Original 3DS, der noch hinten war und man immer umständlich umgreifen musste, um das Teil überhaupt rauszukriegen. Ansonsten haben wir das ist jetzt nur speziell für den kleinen New 3DS der Fall, austauschbare Zierblenden. Das ist sowohl die Oberseite als auch auf der Unterseite. Da benötigt ihr allerdings zwei Schrauben, um die abzulösen. Somit kann jeder sein Gerät individualisieren. Und da werden auch neue Zierblenden zum Verkauf angeboten. Zum Preis, schätze ich, glaube so 10 bis 15 Euro, habe ich gelesen, was eigentlich ganz in Ordnung ist. Der Power-Button ist hier an die Vorderseite, an die Front gewandert. Der war früher hier, wo sich jetzt Start und Select befinden. Die wiederum haben sich hier neben dem Home-Button befunden, der selbst jetzt ein richtiger, ja, gut drückbarer Knopf ist und nicht mehr diese weichen Knöpfe, wie es beim Ur-3DS der Fall war, die ein bisschen, ja, ungut zu drücken waren. Ansonsten, das dürfte vielleicht vielen gefallen und das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Neuerung, er hat einen C-Stick bekommen, der New 3DS. Das haben ja viele bemängelt schon von Anfang an und auch der 3DS XL hat keins mitbekommen, dass man sich später mit zusätzlicher Hardware in Form des CirclePad Pros behelfen musste, um jetzt bei Spielen wie Resident Evil Revelations bessere Kamerasteuerung zu haben. Im Grunde ist es nicht wirklich so ein Circle Pad wie das hier, das man einfach bewegen kann, sondern er reagiert sehr empfindlich auf einen Schub, einen Druck in eine gewisse Richtung und es funktioniert auch ganz gut. Auch exklusiv für den kleinen New 3DS sind die Super Nintendo farbigen Aktionstasten auf der rechten Seite. Das haben wir beim großen 3DS nicht. Dort ist nur die Beschriftung in diesen Farben gehalten, was allerdings ein bisschen schade ist. Ansonsten auch wichtige Neuerung, was viele nicht benutzt haben und ich auch eigentlich nicht, war der 3D-Effekt, was ja eigentlich das Erkennungsmerkmal des Geräts war. Das lag ganz einfach daran, da der Blickwinkel, in dem man den erkennen konnte, besonders klein war. Das hat sich jetzt geändert. Inzwischen beim New 3DS verfolgt die Kamera das Gesicht des Spielers und passt den 3D-Effekt dann an, sogar dass ihr sogar bis zu einem solchen Winkel noch den 3D-Effekt gut erkennen könnt, ohne dass das Bild verschwimmt. Das ist jetzt eine super Neuerung und funktioniert auch echt super. Wenn wir uns die speziellen Eigenschaften des New 3DS XL anschauen, so fällt natürlich auf, dass der einfach größer ist. Im Vergleich zum normalen 3DS XL ist da eigentlich kein Unterschied zu sehen. Ich glaube, die unterscheiden sich höchstens um so einen Millimeter. Auch in der Dicke schenken die sich eigentlich nichts. Auch in der Bildschirmgröße hat sich eigentlich nichts verändert. Die haben beide den gleich großen Bildschirm und sind insgesamt auch gleich groß.
Wie gesagt, die Unterschiede zwischen dem normalen New 3DS bzw. dem New 3DS XL sind eigentlich hauptsächlich optischer Natur und in der Größe im Inneren unterscheiden sie sich nicht. Was bei ihnen auch zum Beispiel gemeint ist, ist eine längere Akkulaufzeit. Der alte New 3DS hatte da noch, soweit ich weiß, 3,5 bis 6 Stunden, nee, andersherum, 3 bis 5 Stunden und der neue 3DS bringt 3,5 bis 6 Stunden Akkulaufzeit auf die Waage. Je nachdem, ob man mit 3D-Effekt spielt oder auch Drahtlos-Funktion angeschaltet hat. Der größere, der New 3DS XL, hat sogar eine Akkuleistung von 3,5 bis 7 Stunden statt 3,5 bis 6,5 Stunden. Ansonsten auch ein ganz nettes Feature ist, dass die Bildschirmhelligkeit jetzt auch angepasst wird. Da ist ein Sensor oben drin an der Kamera und der erkennt eben die Lichtverhältnisse der Umgebung und passt das Bildschirmbild wie bei einem Smartphone halt der Helligkeit entsprechend an, was dann auch entsprechend Strom spart und so gesehen auch angenehmer fürs Auge ist. Außerdem neu hinzugekommen ist natürlich, Nintendo hat seine Amiibo-Figurenreihe eingeführt, eine NFC-Schnittstelle, die sich unter dem Touchscreen befindet und ab mit der nun der New 3DS kompatibel mit diesen Figuren ist. Für den alten 3DS wurde zumindest jetzt für Japan schon einmal ein, ja, wie bei Skylanders, ein Portal extra angeboten als Zubehör, damit diese auch die Amiibos benutzen können. Dann schauen wir uns doch mal die Leistung der beiden Geräte im Vergleich an. Wie wir wissen, soll ja der New 3DS eine deutlich verbesserte Leistung, auch Rechenleistung bzw. haben, was sich nicht nur allgemein auf eine bessere Performance, sondern auch auf schnellere Downloadzeiten im eShop auswirken soll. Und das schauen wir uns einfach mal von Anfang an an. Ich starte beide Geräte gleichzeitig und schauen wir mal, wer den ersten Punkt macht. Und wie erwartet, der New 3DS hat einen kleinen Vorsprung. Und als nächstes, da warten wir jetzt kurz, bis alle wirklich bereit sind, starten wir den Nintendo eShop gleichzeitig. Und wir sehen schon, dass der New 3DS die Nase bis jetzt vorne hat. Gab es eine kleine Unterbrechung, die tritt beim anderen Gerät nicht auf. Aber wir sehen schon, der Unterschied ist so gravierend, dass das eigentlich ja nicht ins Gewicht fällt. Da meldet sich der alte 3DS gerade mal mit der Nintendo ID an. Ja, und der New 3DS ist im eShop mit einem deutlichen Vorsprung gegenüber dem alten Gerät. Mal schauen, wie lang wir da jetzt noch warten müssen, bis der andere auch bereit ist. So, ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, aber wir sehen, waren bestimmt mindestens 10 Sekunden. Die der alte 3DS länger gebraucht hat, um im eShop anzukommen. Bei beiden Geräten laden wir jetzt einfach mal die Super Smash Bros. Demo herunter. Da haben wir auch schon die Super Smash Bros. Demo. Die werden wir jetzt auch gleichzeitig herunterladen. Und ich bin mal gespannt, ob der New 3DS hält, was er verspricht und inwieweit die Differenz ausfallen wird in der Downloadzeit. Ihr seht, alles identisch. Und wir fangen den Download jetzt gleichzeitig an. Ihr seht, es ist 16.15 Uhr hier oben. Ich werde das Video zwischenzeitlich schneiden, da das eine Weile dauern wird. Weil selbstverständlich nichts manipulieren. Und dann schauen wir mal in einigen Minuten, wer die Nase vorne hat. Ihr seht schon, beim New 3DS kommen als erstes die Datenpakete an. Und jetzt geht es auch beim 3DS, beim alten Modell, vorwärts.
So, wie ihr sehen könnt, ist ziemlich genau eine halbe Stunde vergangen und der New 3DS war mit dem Download der Demo-Version von Super Smash Bros. Um exakt 16.44 Uhr fertig. Wir haben den Download um 16.15 Uhr gestartet, während der alte 3DS jetzt gerade mal etwas über die Hälfte hat. Also ich bin überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied so deutlich ist. Und ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach ab und schauen, wie lange der alte 3DS noch braucht, um den Download zu beenden. Und ja, ich bin ziemlich verblüfft. 7 Minuten länger hat der alte 3DS gebraucht. Und jetzt können wir direkt mal zurück ins Home-Menü gehen. Auch da ist wieder der New 3DS etwas schneller. Und wir starten jetzt bei beiden Geräten die Software auch gleichzeitig natürlich. Und ihr seht schon, der New 3DS hat die Software inzwischen gestartet. Das ist echt Wahnsinn. Also ich kenne noch den Unterschied zu vorher, den ihr jetzt auch live sehen könnt. Wahnsinn. Der hat das Spiel schon gestartet, während der andere noch... Was macht er überhaupt? So, inzwischen sind sie beide gleich auf. Dann bin ich mal gespannt, wie es aussieht, wenn wir ins Home-Menü zurückkehren. Das hat beim alten 3DS extrem lang gedauert. Geschieht beim New 3DS sofort. Beim alten 3DS dauert es wieder einige Sekunden. Also der Unterschied ist schon deutlich. Und ganz besonders bei Super Smash Bros., wenn man das Spiel beenden wollte, musste komplett die Konsole neu gestartet werden. Das dürfte jetzt auch nicht mehr der Fall sein. Das machen wir direkt mal. Ihr seht, ganz normal beim New 3DS ist die Software beendet, wie herkömmlich auch. Wir befinden uns noch immer im Home-Menü und der alte 3DS muss die Konsole komplett neu starten. So gesehen haben wir schon einen echten Zugewinn in der Performance, der wirklich jetzt nicht nur sich um marginale Unterschiede bewegt, sondern wirklich spürbar ist. Da kommt es schon auf die Minuten teilweise, wie wir im Download gesehen haben, an. Von der Handhabung haben auch beide Geräte im Vergleich zu den alten Pluspunkte sammeln können. Zum Beispiel der New 3DS XL hat bei gleicher Größe ein bisschen abgespeckt. Der wiegt jetzt nur noch 329 statt 336 Gramm. Das sind zwar nur 7 Gramm Differenz, allerdings merkt man es schon, also wie ich finde. Er liegt deutlich leichter in der Hand, was vielleicht auch daran liegt, dass diese Kanten hier abgerundet sind. Und das große Gerät hier einfach auf den Handballen sich ausruhen kann, dort drauf liegt. Dadurch liegt es sehr gut in der Hand. Bei dem New 3DS, bei dem kleinen, ist es ein bisschen anders. Da liegt das Gewicht eher auf den Fingern, da die Größe nicht ausreicht, um sich jetzt hier auf den Handballen zu befinden. Ansonsten, die Schultertasten sind ganz okay zu erreichen. Also ich denke mal, das ist eine Gewöhnungssache, da umzugreifen, wenn man die normale Position an den Finger hat, dass man nicht gleichzeitig auch die äußeren Schultertasten drückt. Das ist beim Großen wie beim Kleinen identisch. Ist wahrscheinlich eine Gewöhnungssache, dafür hat man es einfach noch nicht lang genug und kann ich jetzt nicht eindeutig beurteilen. Ansonsten von der Handhabung, spielt jetzt eher trivial mit rein. Allerdings die neuen Geräte, der 3DS XL, hat wieder dasselbe Problem wie der Ur-3DS. Und zwar ist er extrem fingerabdruckanfällig. Das seht ihr jetzt hier mal im Vergleich. Die haben eigentlich die gleiche Oberfläche. Und da müsst ihr nur einmal mit dem Finger drauf gehen und habt schon unzählige unschöne Tapper drauf. Das ist nicht so toll. Das hat der New 3DS, der normale, nicht so extrem. Er hat zwar auch Blenden, die fingerabdruckempfindlich sind. Da gibt es allerdings, glaube ich, auch Modelle, die dann mattiert sind. Was sie doch
besser ist, dass die Innenseite bei beiden Geräten mattiert ist, also nicht wie beim UrDS, dass man wenigstens hier keine störenden Fingerabdrücke auf der Vorderseite sieht. Ja, lohnt sich jetzt der Wechsel vom alten 3DS zum New 3DS? Ich würde sagen, ganz klar ja. Es ist jetzt ein definitives Gerät dessen geworden, was der alte 3DS vor ein paar Jahren hätte sein können. Das liegt einfach am bewegungsstabilen 3D, an der Akkuleistung, die verlängert wurde, am zusätzlichen C-Stick, den Schultertasten. Die Performance ist wesentlich besser und wir haben noch die Amiibo-Kompatibilität. So gesehen, finde ich, ist das eigentlich ein echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man den kleinen 3DS zum Preis von 170 Euro bzw. den New 3DS XL für 200 Euro kaufen kann. Leider ist natürlich wieder kein Netzteil dabei, das muss man dann natürlich wieder für knapp 10 Euro zusätzlich kaufen. Die viel schwierigere Frage ist, welches Gerät würde ich jetzt eher empfehlen? Ich persönlich würde den XL vorziehen, da ich das einfach gewohnt bin und sobald man einfach mal mit dem größeren Bildschirm gespielt hat, kommt einem sogar der geringfügig vergrößerte Bildschirm des New 3DS, des kleineren, einfach winzig vor. Da bin ich einfach den größeren gewohnt und würde den daher auch vorziehen, was nicht zuletzt auch am besseren Stylus liegt und an der etwas längeren Akkulaufzeit. Wer jetzt wirklich gar nicht auf Individualisierbarkeit verzichten kann und vielleicht gerade dieses kompaktere Design des kleineren DS schätzt, für den ist das natürlich auch absolut einen Kauf wert. So gesehen sind beide Geräte wirklich gut, wobei ich, wie gesagt, den New 3DS XL etwas besser einschätze. Ja, soweit unser Vergleich zu den beiden Geräten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen da, abonniert unseren Kanal. Das war Matthias von Gizmodo.